Hallo und herzlich willkommen zurück bei Bloody. Und genau, Star Wars: The Old Republic. Es ist so eingebrannt, dass ich sage, Space Engineers. Unglaublich. Naja, Automatismen. Ja, Star Wars: The Old Republic, Corsair Rix und Rizo Van Zoid sind jetzt auf Coruscant in der Cantina und wir haben den Auftrag bekommen, genau, eine Sicherheitskonsole zu benutzen. Dann sind wir mal auf dem Weg dahin. So. Wo müssen wir denn lang? Können wir da raus? Nee, Moment, da lang. Nee. Wo ist denn hier der Ausgang? Da? Nein. Nein. Dahin. Nein, auch nicht. Ich habe mich verlaufen. Auch nicht? Das ist echt merkwürdig. Manchmal. Ach, da hinten ist der Ausgang, alles klar. Manchmal ist man ein bisschen blind. So, aber nun kommen wir zu dem langweiligen Teil, nämlich erstmal dahin kommen. Von daher, bis gleich. Okay, und da sind wir schon wieder. Wir sind bei der Sicherheitskonsole angelangt und ich habe hier noch irgendwo Dash. Dash ist ein Material hier unten auf der Minimap. Könnte man, kann man so noch weniger sehen. Die Sicherheitskonsole. Was? Freigabekarte einführen. Freigabekarte? Ich brauche wohl eine verfluchte Datenkarte, um das Ding aufzumachen. Es muss hier doch irgendwen mit einer Freigabekarte geben. Noch ein bisschen Aufregung gefällig, Captain. So, jetzt müssen wir hier wohl irgendjemanden killen, damit wir eine Karte bekommen. Boss sollte eigentlich immer sowas haben. Ach, da unten der Treppe, Splash. Und noch ein Planetchen. Jawohl. Und? Hast du einen dabei? Nee. Okay. Okay, das war schneller cool, als ich wollte. Ne? Ich will gar nicht. So, jetzt aber. Du auch noch. XP noch hinterher. Ja. Den hat wohl erledigt. Ernsthaft? Auch wieder keine Sicherheitskarte. Das sind manchmal die Sachen, die nerven. Hm, gehen wir mal da hoch. Da wird doch bestimmt irgendwo einer sein mit so einer Karte. Hey Jungs, habt ihr so eine Karte? Ich brauch die. Und? Niemand. Aber hier haben wir noch ein bisschen was zum Plündern. Ach, Moment. Ich bin ja auch im falschen Bereich. Hier. Wo? Ich bin eigentlich drin in dem Radius. Also irgendeiner hier muss so ein Ding haben. Ich hoffe natürlich nicht, dass wir uns jetzt durch den ganzen, durch ganz Chorus leiten. Hier, aber still. Da. Das. Das. Und? Ah, wieder keiner.
Customs aufsammeln, guter Mann. Qualitätsdroide, da können wir mal den Schrott verkaufen. Schrott verkaufen. Brauche ich nicht mehr, brauche ich nicht mehr, brauche ich nicht mehr, brauche ich nicht mehr. Das heben wir auf. So. Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Und wir sind jetzt ziemlich nah am Zentrum. Mann, da stehen noch welche. Einfach mal gucken. Er schmeißt liebend gerne mit Bömmchen. Und? Nee. Wenn die Farbe von diesem Lichtstrahl sich ändert, dann kann man sicher sein, dass man diese Aufgabe erledigt hat. Auch wieder keine dabei. Sicherheitsbrille. Vielleicht hat der eine dabei. Ja, Korbe freut sich. So, dann noch ein Bömmchen. Und? Nein, war auch nicht dabei. Ah, das nervt. Das nervt ja so. Und? Nein, auch keiner, so ein Ding dabei. Vielleicht hier einer. Ach Gott, Leute, braucht so eine Karte. Wir weitermachen. Erfahrungspunkte bringt es ohne Ende, aber irgendwie nicht. Bildzugangskarte. Gibt hier irgendwie noch einen goldenen Boss oder sowas? Das sind alles Scouts. Gilden. Was ist das? Gildenabzieher. Da hinten steht ein Spieler rum, der wartet auf irgendwas. Ich habe auch keine Freigabekarte dabei. Gilden Unterboss. Da. Besser? Der hat so ein Ding dabei. Jawohl, wir haben sie. Warum schießt der denn auf? Okay, der schießt nicht auf uns. Wunderbar. Schnell zurück. Oh, bei dem Kollegen noch immer einen Abstecher machen. Untersuchen und Produktvorschläge ab. Medipacks. Können wir hier die billigen verkaufen und hier nehmen? Wo ist der Unterschied? Okay, dann den auch weg. Und den einen mal hier runter. Nein. Den darf ich. Achso. Das Ding weg. Das hier hoch. Achso. Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Ja, ja, will ich. Uiuiui. Nicht wohl. Ach, ist hier unten runter. So, Sicherheitskontrolle. Ja. Wirklich nett von der Gilde, eine Freigabekarte bei ihrer Sicherheitspatrouille zu hinterlassen.
Hat ja auch lang genug gedauert, eine zu finden. Hier eine Zusatzmission. Töte 6. Hey. Direkt vor die Nase gehüpft. So kann man das natürlich auch machen. Ja. Schrott dabei. Mit anderen Türen nicht auch machen können, einfach drauf schießen. Naja. Kamera. Die Kixi. Ich habe euch im Sicherheitsnetzwerk überwacht. Das war ja ein toller Auftritt. Da haben wir wohl unseren Hacker gefunden. Aber warum sieht es hier aus wie im Gefängnis? Weil es ein Gefängnis ist. Ihr merkt auch alles. Ich weiß nicht, was ihr gegen die Gilde habt, aber ich bin auf eurer Seite. Ich bin hier nur eine Sklavin. Mhm. Arme Sklavin. Ihr heißt Kixi, nicht wahr? Das ist mein Rufname. Ich heiße Kixi Aralu. Ihr seid meinetwegen hier? Die Gilde hat mich vor 2 Jahren eingesperrt. Super Bild. Gezwungen, für sie zu arbeiten. Ich tue alles, um hier rauszukommen. Was darf's sein? Setzt mich auf Skavaks Fährte und ich befreie euch. Seine Fährte ist leicht zu finden. Immer dem Schleim nach. Ich dachte mir schon, dass die Schweinsechse Skavak sich mit der falschen Person angelegt hat. Kein Wunder, dass er so in Eile war. Skavak hat die Gilde bezahlt, um seine Identitätsakte zu löschen. Ich musste mich in die Hauptdatenbank der Republik hacken und all seine Haftbefehle entfernen. Wie ich Skavak kenne, hat es lange gedauert, alles zu löschen. Er strebt scheinbar den Rekord als größter Verbrecher aller Zeiten an. Tut mir leid, mehr weiß ich nicht über Skavak. Wie kann ich euch sonst noch helfen? Kann man nicht irgendwie rauskriegen, wo Skavak ist? Wisst ihr, wie viele Leute es auf Coruscant gibt? Da fällt ein Mann so schnell nicht auf. Aber Moment, vielleicht gibt's da was. Wenn seine Akte nicht mehr unbefleckt ist, kommt Skavak keine 10 Meter weit, ohne aufzufallen. Dann ist er viel leichter zu finden. Ich könnte Skavaks Akte im Handumdrehen wiederherstellen. Lasst ihr mich dann hier raus? Seine Akte soll schmutziger werden als eine Sickergrube auf Hutta. Mit anderen Worten, genau so, wie ich sie vorgefunden habe. Kein Problem. Ich besitze Kopien von allem, was ich aus Skavaks Akte gelöscht habe. Ich muss die Daten nur einfach wieder hochladen. Na bitte, das war einfach. Sobald er jetzt an einem Identitätskontrollpunkt vorbeiläuft, geht der Alarm los. Oh, sie töten? Nein. Was lässt sich noch mit Skavaks Identitätsakte anstellen? Das kommt darauf an, wie sehr ihr ihm schaden wollt. Maximaler Schaden. Stellt ihn als Undercover-Gesetzeshüter der Republik dar. Ihr hasst ihn wirklich, was? Na schön, ich werde bei allen kriminellen Syndikaten Daten hinterlegen, damit sie denken, Skavak sei auf der Seite des Gesetzes. Und jetzt lasst mich gehen, damit ich hier rauskomme, bevor sie alles zusperren. Ja, man sieht nichts mehr. Oh, schon wieder sie töten. Warum denn? Tut mir leid, vielleicht brauche ich euch noch. Ja, vielleicht brauche ich sie noch. Die hat ja Fähigkeiten. Ihr seid nützlicher für mich, wenn ich weiß, wo ich euch finde. Ich kann nicht glauben, dass ihr das tut. Obwohl, doch, ich glaube es. Vielleicht sollten wir mal mit Damas reden. Könnte sein, dass er jetzt mehr über Skavak weiß. Ernsthaft, wir müssen wieder komplett zurück. Ja, dann. Kantina. So muss ich nicht immer spulen. So, wo haben wir denn?
Irgendwann werde ich diese Kantine auch noch verstehen. So, damals. Ein Informant hat euch beobachtet, wie ihr die Händlergilde der Migranten verlassen habt. Ich bin sicher, Kixi war hilfreich. Ja, doch, war sie. Kixi hat mit Skavaks Identitätsakte ein dickes Ding geliefert. Auf einer Welt, in der es von Leuten und Technologie wimmelt, kann er sich nicht lange verstecken. Meine Quellen weisen darauf hin, dass Skavak mit der schwarzen Sonne Geschäfte macht. Eine gefährliche Freundschaft aus mehreren Gründen. Die schwarze Sonne ist bekannt dafür, Holo-Aufzeichnungen von all ihren Treffen anzulegen. Zweifelsohne haben sie die Höhepunkte von Skavaks Besuch aufbewahrt. Ich mag diesen Typ nicht. Das ist jetzt aber weit hergeholt. Die schwarze Sonne machte ein Vermögen damit, korrupte Würdenträger mit ihren Holo-Aufzeichnungen zu erpressen. Heutzutage nimmt die Bande alles nur für den Fall auf. Die schwarze Sonne teilt ihre Aufzeichnungen auf mehrere Computer auf, um zu verhindern, dass Unbefugte sie ansehen. Ihr müsst das entsprechende Material von den verschiedenen Computern sammeln. Ich sollte euch warnen. Die schwarze Sonne kontrolliert einen ganzen Sektor von Coruscant. Es sind Schurken mit den übelsten Manieren. Seid vorsichtig. Viel Glück. Joa. So ist das, okay. Vier Holo-Aufzeichnungsfragmente. Mhm. Was haben wir? Wir kriegen einen neuen Blaster, das sieht doch gut aus. Und Stufe 12. Ich sag mal, auch wenn man Abonnent ist, ist es manchmal ein bisschen too much, was man an Erfahrungspunkten bekommt. Ich mache jetzt nur die Story und ja. Ohne Probleme zwei Level innerhalb von einer Quest oder zwei Quests. Nein, nicht da lang. Da lang. Und jetzt geht's ins Gebiet der schwarzen Sonne. Zum Gleiterpunkt. Können wir eine Schnellreise machen? Nein. Also, kurze Spulerei, bis gleich. Ja, und da sind wir im Gebiet der schwarzen Sonne. Nicht gerade schön hier. Doch eben hatte ich noch ein bisschen Post bekommen. Ah, ein Gefährtengeschenk. Da, Corso. Mach was das draus. Ist toll! Danke, Captain! Da, besser? Ernsthaft, ich habe jetzt meinen. Das ist doof. Den will ich nicht so austauschen. Dann eher den hier. Und. Jawohl. Ich habe gute Zulieferer. Ich verkaufe nur die besten Waren. Ja, das glaube ich dir. Seht euch ruhig um. Okay, auf zu. Wart auf uns. 110 Leute auf Coruscant. Gestern war ich mit einem anderen Char auf Voss. Voss heißt es, glaube ich. Da waren drei. Moment. Ganz nach unten. Okay. Das wird wohl bedeuten, wir sehen uns gleich wieder.
Ja, da sind wir schon angekommen. Ich hoffe, dass ich die... Oh, ey. Ich wollte gerade mal mit den Leuten reden. Da ist nämlich gleich an. Puff. Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt angekommen und wir müssen diese Holo-Aufzeichnungsfragmente finden. Sehr gut. Kann das sein, dass das hier nur so eine... Oder geht doch. Ja, geht doch zu blindern. So, die erste haben wir. Ja, die sind doch irgendwie in allen vier Richtungen, kann das sein? Ah, da unten ist eine, hier drüben eine, nein. Alle müssen da lang. Dann nach links, okay. Können wir noch auseinandernehmen. Dann haben wir da hinten noch was. Oh, nehmen das auch mit. Ey! Oh Gott. Das war jetzt nichts von mir. Roter Knopf. Okay, da kann ich wohl noch nichts machen, das ist wohl eine andere Quest. Ui, ein goldener. Das ist schön. Der gibt Erfahrungspunkte. Was fangen wir an? Wenden wir ihn? Ja. Ich merke gerade, dass diese Eigenschaft hier runtergehört. Ja, 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 ja. Mach ihn mal. Okay. Klar, er macht ein bisschen mehr Schaden, als ich dachte. Aber gut, das macht auch mal Spaß. So, ja, den brauchen wir aber ganz schön lang. So. Ach, okay, ich verstehe. Den hätten wir mal aktivieren müssen. So. Nein. Und jetzt nach unten und da sind die nächsten beiden. Das ist schön. Ist hier eine? Oh, echt. Also. So, hier hinten ist ja relativ ruhig. Okay. Den nehmen wir aber noch mit, dann ist durch die nächste Konsole. Dann finden wir ihn. Ui, wir stehen mitten im Kreis. Ai, wollte gerade sagen. Uncool, ich habe nicht aufgepasst.
Warum guckst du denn nach da hinten, Vogel? Ist das mit dieser Deckungssuche, das ist echt ein bisschen blöd manchmal. Ich will nicht nach da hinten. Ah, das ist da hinten. Oh, naja. In diesen Räumen jetzt wird ein bisschen gemacht. Gerade in einem höheren Level wird das dann interessant, wenn man ja, da ist eine Mobgruppe, da ist eine Mobgruppe, man steht so, dass man die eine angreifen will, drückt dann ja, genau, ein Schild und man hüpft genau in die anderen rein. Kann sehr unangenehm werden. Da haben wir doch noch irgendwo was zum Plündern. Ah. Okay, wir können jetzt... Schau dir die verschlüsselte Holo-Aufzeichnung an. Mhm. Und wo? So, da müssen wir irgendwo raus. Da müssen wir dann rein. Da hinten. Okay. Mensch, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Also einmal raus. Ist da irgendwo eine Kantine oder sowas? Nein. Ja, Leute. Das bedeutet, das nächste Spulen. Bis gleich. Das müsste helfen. Tja, natürlich geht man eine Tür rein und sofort wieder neue Gegner da. Und auch wieder eine Sondermission. Nein, Zusatz. Boni. 7 Stück von den Kerlchen. Vielleicht haben wir dann sogar ein Level up. Mal sehen. So. Nee, Level up noch nicht, aber danach. Aber ich sehe auch, die Folge ist schon ziemlich fortgeschritten. In der Zeit her. Da noch das Video starten können. Da. Sieh an. Der Schakal der Sterne persönlich kommt mich besuchen. Lange nicht gesehen, Skarbak. Ihr müsst meine Hilfe dringend nötig haben. Urbax, alter Kumpel, immer noch der alte Zyniker. Darf man nicht mal einem Freund einen Besuch abstatten? Kumpel? Freund? Ich habe lange nicht mehr so gelacht. Komm zum Punkt, bevor mir das Lachen vergeht. Mir klebt ein Gesetzeshüter aus dem Outer Rim an den Fersen, wie ein Mühnok an eine Energiekupplung. Ich brauche einen, der ihn abkratzt. Ein Gesetzeshüter, hm? Das klingt nach doppeltem Lohn. Was immer nötig ist. Ich habe dringend was anderes zu erledigen. Und mir wird ganz warm ums Herz, wenn ich einem Freund zur Arbeit verhelfen kann. Gut. Also wo ist dieser Parasit, den ich euch vom Hals schaffen soll? An einer Startrampe im Raumhafen. Er ist allein. Ein kräftiger Kerl wie ihr hat da sicherlich leichtes Spiel. Worauf ihr euch verlassen könnt, ja. Aber ich will die Bezahlung im Voraus. Das ist doch selbstverständlich, Urbax. Viel Spaß. Der Gesetzeshüter könnte wissen, wo Skarbak zu finden ist. Besser, wir retten ihn. Gehen wir die Party am Raumhafen stören, Captain. Tja. Das würde ich auch mal sagen. Allerdings erst nächste Folge. Ja, schön, wenn ihr bisher geschaut habt. Schön, wenn ihr wieder reinschauen werdet. Ich bin Bloody. Das war Star Wars The Old Republic. Mit Revolverheld Rizo Van Zoid. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.